Und wie sagt man so schön, wir ziehen ja alle am selben Boot. Lieber den Spatz am Fuß als die Kanone im Kofferraum. Richtig. Hallo. Ja, haben wir aber flott rausgeschossen, ne, mein Mister? Ja, ja. Aber du bist ja mit Mr. Reflex. Ich bin ja, meine Reflexe habe ich mir die von. Die, meine Reflexe habe ich mir abgeguckt von dem afrikanischen Puma. So eine Folge haben wir noch nie gemacht. Wir müssen ja nicht immer rumblödeln. Wir müssen ja auch nicht immer. Wollen wir vielleicht mal so ein bisschen so eine Entspannungs-Yoga-Musik unten runterlegen? Das würde ich eigentlich, das würde ich begrüßen. Das würde die ganze Sache noch ein bisschen unterstützen. Und wir atmen ein. Oh, ich hab gerade ausgeatmet. Darfst du das Universum nicht aus seinem Gleichgewicht bringen? Warum? Fragt man sich. Was ist hier los? Was warum eigentlich? Grundschule Marienwerder. Hier ist der Hund begraben. Hier ist. Also hier klappen die um 18 Uhr die Bordsteine hoch. Hier sagt sich Fuchs und Igel guten Tag. Und wie sagt man so schön, wir ziehen ja alle am selben Boot. Lieber den Spatz am Fuß als die Kanone im Kofferraum. Richtig. Lieber eine Taube am Dach als eine Schnecke im Keller. Genau. Ja. Ein Smiley auf der Satellitenschüssel. Aber ey, hier draußen in der Natur haben die Leute noch Humor. Da hat einer ein Smiley auf seiner Satellitenschüssel gemacht. Ja, aber hier wissen die Leute noch, wie man andere, wie man seine Nachbarn zum Lachen bringt. Hier wird Spaß noch ganz groß geschrieben. Und mit Doppel-S. Obwohl hier eine Bauruine. Ich habe ja früher mal, wo ich jung war, immer Urine gesagt. Eine Bauurine. Ach so. Als ich jung war, habe ich immer Klolette gesagt. Klolette? Ich kenne ja einen kleinen jungen Mann, kenne ich ja, der hat, boah, Klima hat immer Pussifisten gesagt. Anstatt Polizisten. Also erstmal, Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hübsche Söhne. Hallo. Das ist Pete, mein Name ist Norm. Wir sind auf dem Weg. Wir sind wieder ins heilige Land. Heute begeben wir uns mal so ein bisschen in die Natur und schauen uns so ein bisschen an, was zu machen ist und reden wieder über einige wichtige Themen. Ja, ich habe nämlich was gehört. Laut einer Statistik wird YouTube mehr gehört als geguckt. Was? Ja, gut, wenn da so viel Musik online ist, okay. Vielleicht liegt es dann einfach daran. Ah, du meinst, dass die Statistik verfälscht? Definitiv. Definitiv nein. Was sagst du dazu, Norman? Du bist ja hier unser Social Media Experte, du bist ja hier immer dabei. Ja, bei SM bin ich ganz vorne. Statistik ist quasi gerade widerlegt worden. Also wenn bei YouTube natürlich 8 Milliarden Songs hochgeladen werden in tausendfacher Form, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das gehört wird. Was ich aber nicht glaube, ist, dass Videoformate mehr gehört als gesehen werden. Ja, vorbei, weil uns solche Söhne ist ein gutes Beispiel. Also ich mein, gut, ne, wir sind aber auch quasi. Uns kann man ja einfach hören. Ja, nee, ja, ich finde schon, weil erstens. Uns. Ja, weil wir. Du kannst ja die Botschaft der Sonne nur dann empfangen, wenn du sie auch siehst. Das stimmt allerdings. Ja, und gerade wir, unsere Gestik, unsere Mimik, unsere Aussprache, alles im Verbund mit dem Visuellen und dem Akustischen, ne? Ja. Das gibt dir ja erst diesen. Das stimmt. Diesen Kuss der Sonne. Also, das müsst ihr auch da draußen verstehen. Ja, ich meine, ich verstehe das natürlich, wenn ihr sagt, ihr guckt euch das nebenbei beim Kochen an. Oder nehmt vielleicht euer Handy auch mal mit auf die Toilette oder irgendwo in irgendwelchen ruhigen Momenten. Ja? Ich verstehe das. Aber ihr müsst euch wirklich hinsetzen. Am besten, ihr ladet euch. Am besten auf einen Stuhl. Ja, und dann ladet euch vielleicht die YouTube-App auf euren Fernseher, wenn ihr sie nicht schon habt, und guckt wirklich auf den Fernseher. Ja, wir strahlen hier in Full HD aus. Ja. Man darf das auch mal nicht vergessen. Das ist technisch ja alles auf dem neuesten Stand. Das ist auf dem höchsten Niveau. Wir und unser 10-köpfiges Team. Ja, was ihr nicht seht, weil hinter uns. Hinter uns fährt noch ein T5. Hinter uns fährt nämlich noch ein LKW. Eine Dolmusch. Und da sitzt unser Kamerateam drin und unser ganze, die Dispo, das Catering, die Maske, die Kostüme. Der Typ, der den Dolly fährt. Den Dulli. Wir haben auch immer ein Ersatzauto dabei. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wozu ein Ersatzreifen, wenn man auch ein Ersatzauto dabei hat? Ey, hallo. Ja, da haben wir aber flott rausgeschossen, ne, mein Mister? Ja, ja. Aber du bist ja mit Mr. Reflex. Ich bin ja, meine Reflexe habe ich mir die von. Meine Reflexe habe ich mir abgeguckt von dem afrikanischen Puma. Von einem afrikanischen Puma, alles klar. Ja. Da ist der blind und blöd oder was? Nee, aber da habe ich mir meine Reflexe abgeguckt. Ich war einen Monat lang auf Bootcamp. Im Puma Bootcamp und hab mir dort die verschiedensten Techniken angeeignet. Nee, wirklich.
Siehst du? Und das war jetzt so ein Moment, wo... Wo du vorher entschieden hast, dass du jetzt nicht reflektieren brauchst. Ja, weil jetzt einfach... Reflexieren. Ich hab's reflexiert. nee, ich habe einfach die Lage kurz ermittelt und gecheckt und gemerkt, dass keine Gefahr droht. Und habe dann Energiereserven gespart, indem ich nicht reagiert habe. Naja, das hast du vom Puma her. Guck mal her hier. Es gibt niemanden, der nerviger aus Flaschen trinkt als Norman, Alter. Wie kann man mit so viel Geräusch? Ey, ohne Scheiß. Wenn ich, also an deiner Stelle, wirklich, dann würde ich die Lippen so schmal machen. Ja. Das ist unfassbar, Alter. Du trinkst wie so ein Elefant, wirklich? Alter, der seit 30 Tagen nichts getrunken hat und das erste Mal ein Wasserloch kommt, Alter. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, also ich verstehe ja, dass manche Leute meine Trinkgeräusche stören, ja. Du bist jetzt nicht der Erste, du schluckst doch nicht sofort runter, du hast dann halt doch so im Mund so. Ja, aber was ich mich halt frage, ist, warum gerade du dir erlaubst, Leute zu verurteilen, die irgendwie laute Geräusche machen. Ich meine, du bist Captain Kaugummi, Alter. Ey, ich bin ein Puma und ich bewege mich lautlos durch die Welt. Ja, aber wenn du mischen, dann kann man... Puma kaut wahrscheinlich genauso laut Kombi wie du, dass sie Würfer bekommen. Ist das schön hier, Norman? Gerade für uns Großstädter ist es doch einfach mal schön, die Natur zu erfahren. Das ist einfach traumhaft. Ey, was das für eine Doppeldeutigkeit ist. Erfahren. Ja, wir stimmt. Machen gerade eine schöne Erfahrung. Wir erfahren die Natur. Ne? Mit unserem Pferd. Ich finde, das ist immer ein Moment, wo wir mal innehalten sollten. Totet Eichhörnchen, Alter. Totet Eichhörnchen, ey. Oh, Mann. So hart ist Moment versaut. Das ist die natürliche Selektion, ey. Die Natur ist hart. Was steht denn? Eichhörnchen hätte. Natürliche Selektion, wenn ein Auto über ein Eichhörnchen fährt. Wieso, das Eichhörnchen hätte sich ja mal. Es ist ja. Du kannst überall nachlesen. Google, Wikipedia, Lexikon. Das Eichhörnchen hätte sich nur mal bilden müssen. Hätte nur mal gucken müssen. Was hätte das gucken müssen? Na, wie der Straßenverkehr funktioniert. Warum soll denn der Mensch nicht gucken, wie der Wald funktioniert, wenn du mit dem Auto durch den Wald fährst? Bitte dich. Also der Mensch ist ja wohl eindeutig die höhere Rasse. Also ein Eichhörnchen ist ja schon... Diese Rasseworte hat doch auch immer so leichten Beigeschmack. Ja, vielleicht kann man das so schön das R rollen. Rasse. Ah, oh, schön. Sie dich noch erinnern? Wir haben ja mal ein Eichhörnchen aufgezogen. Oh, stimmt. Wie hieß er? Hemmi? Na, so wie das Eichhörnchen aus Ab durch die Hecke. Hab ich nie gesehen, diese kindischen Filme. Total geil, der Film, den musst du ja reinziehen, der ist wohl ja nicht kindisch. Das Eichhörnchen ist hier ein Zettel für LSD. Ey, welchen Film ich wirklich allen hübschen Söhnen, Fans ans Herz legen soll, will, muss auch allerdings. Und möchte. Weil der einfach die Fantasie anregt und total viel Tiefgang hat, ist Horten hört ein Huhn. Das ist ein sehr philosophischer Film. Ja, und genau deswegen. Verwechselt man eigentlich ein bisschen bei dem. Weil eigentlich funktioniert der Film genauso wie unser Format. Fantasie, hübsche Söhne, mal ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Spaß. Mal die Natur erfahren, sich auch mal außerhalb des Tellerrands bewegen. Einfach auch mal sagen, hey, die Standardschematas sind mir zuwider. Ich gehe auch mal den anderen Weg. Ja, und auch mal andere Luft riechen, andere... Ich esse auch mal Vollkornnudeln. Ja, auch mal die Natur einatmen. Ja. Anderes Gras ist auch grün. Oh, wer ist er denn jetzt? Ja, willkommen Leute, willkommen bei Hübsche Söhne. Ihr merkt, wir sind ein bisschen in uns gekehrt, ein bisschen ruhiger, wir brüllen nicht so viel rum. Auch die Geschwindigkeit ist angepasst an das Gemüt, weil wir fahren gerade durch den Wald und erfahren die Natur und gucken uns mal so ein bisschen an, was uns die Sonne eigentlich gegeben hat. Ja, mach mal. Da kommt jemand. Auch er will die Natur erfahren. Ich mache hier mal ein bisschen Platz, der kann jetzt schön anfangen. Hi. Hallo Kinder. Na, der Norman schläft noch. Wir sind jetzt hier alleine unterwegs im Wald. Und ich habe einen Spaten dabei. Was? Nein, Spaß beiseite. Guck dir das doch mal hier an. Ist das nicht schön? Das ist so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen wie, kennst du diese Reportagen über die Dinosaurier? Nee, mit Dinosaurier, was ist das? Na, die Dinos mit Schafzahn und Langhals. Ah, Schafzahn. So, man kommt sich doch hier vor wie in so einem Urwald. Oder Farnen überall. Das Schöne ist, dass wir euch einfach auch zeigen, was wir sehen. Wir kümmern uns ja darum, dass ihr das Gefühl, was wir gerade in uns aufsaugen, um einfach diese innerliche Ruhe zu finden, wir bringen euch das ja mit in die Großstadt. Wir tragen die Zufriedenheit der Welt und die Zufriedenheit des Seins in die mechanische Unruhe der Großstadt. Großstadt, wo Gelassenheit am Nabel der Zeit sich in unendlichen Drehungen durch 5 teilt. Genau. Ja. Ich finde das schön. So eine Folge haben wir noch nie gemacht.
Wir müssen ja nicht immer rumblödeln. Wir müssen ja auch nicht immer... Wollen wir vielleicht mal so ein bisschen so eine Entspannungs-Yoga-Musik unten runterlegen? Das würde ich eigentlich, das würde ich begrüßen. Das würde die ganze Sache noch ein bisschen unterstützen. Und wir atmen ein. Oh, ich hab gerade ausgeatmet. Darfst du das Universum nicht aus seinem Gleichgewicht bringen? So. Hallo, mein Name ist, ich bin der Martin. Ich bin der Gordon. Herr Gordon. Entschuldigung. Lasst es einfach raus. Ja? Lasst einfach das, was in euch ruht, hinaus. Ich glaube, ich drehe gleich nochmal um. Ich habe gerade eine schöne Stelle gesehen, wo man... Machst du denn, Alter? Also, hast du in der Schule nie gelernt, wie man mit Händen furzt, Alter? Was ist denn los mit dir? Ich habe zu viel Bart, den hatte ich früher in der Schule nicht. Hm? Wie sieht denn das nicht mehr? Früher ihm das. Alter, warum immer, was ist denn los? Aber du hast echt keine Kindheit genossen, wa? Du hast das echt nie? Dafür kann ich so furzen, pass auf. Ist das schön? So, was ich gerade sagen wollte ist, wir fahren mit euch durch den Wald. Schließt bitte nicht eure Augen, versucht die Natur in euch zu nehmen und spürt den Atem. Spürt einfach den Atem des Windes. Und nicht des Windes, der euch gerade entfleucht ist. Sondern, Mann, nee, das gehört dazu. Also meine... Ich finde ja diese klassischen Tantra-Lehrer, die nur die ganze Zeit so monoton entspannt sprechen, ja, ein bisschen, man muss auch dazwischen mal so ein Lachen reinwerfen, weil Lachen befreit die Seele. Stimmt's, Gordon? Ja, danke. Gerne. Rainer. Martin. Lässig. Schnell, leg schön an drin. In die Hauptbox. Sonst kann ich nicht widerstehen. So, darf ich hier ein Geld noch verkaufen? So. Und jetzt, Gordon, leitest du unsere Zuschauer bitte über in die nächste Ebene. Denk dran, das Lachen gehört zum Tantra dazu. Und einfach um das Gefühl fertig zu erhaschen. Wir sind nicht mehr im Wald. Nee, wir sind jetzt in der nächsten Ebene. Wir sind in der nächsten Ebene. Wir sind in der nächsten Ebene angekommen. Ich will nicht den scheiß Wald fahren und nicht hier irgendwelche Pisse angucken. Wo sind wir denn jetzt? Ach, hier sind wir. Kleiner Nebel. Freunde. Wir hoffen, wir haben euch in die nächste Ebene gehobt. Wir hoffen euch. Freunde, das war unsere Yoga-Folge. Uns war einfach auch mal wichtig, euch auch mal ein bisschen zu entschleunigen, euch auch mal zu zeigen, dass nicht alles immer nur Klamauk, lustig und Hektik ist, sondern... Und dass man auch gar nicht so viel sagen muss. Ja, dass man einfach auch manchmal ein bisschen in sich gehen muss. Die Folge ist einfach für euch, nee, das Geschenk von uns an euch, dass ihr mal dieses Gefühl der Sonne... Oh, guck mal, als hätte ich Muskeln erhaschen kann. Nein, Freunde... Wir wünschen euch einen angenehmen Sonntag mit euren Freunden und eurer Familie und segnen euch mit Energie und Kraft.
und eurem inneren mentalen Wohlstand, der euch zu dem Ziel bringt, welches ihr vor euren Augen visualisiert habt. Macht's gut. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Entspannung mit Martin und Gordon. Namaste. Ich küsse euer Auge. Bist du entspannt? So, ich mache mal hier die Technik oben wieder weg. Alter, ey. Ich komme langsam wirklich so ein bisschen vor, als würden die Leute verarschen. Den ganzen Tag. Wir würden Leute verarschen oder die uns? Du. Wir die oder die uns? Ach, wir die. Wen denn die Leute verarschen? Ja, na klar. Wieso? Alter, wir sind jetzt hier eine Dreiviertelstunde irgendwo lang, um den Leuten den Wald zu zeigen. Und ihr guckt euch das an, das stimmt tatsächlich. Eigentlich ist das ein richtiger Rotz, wa? Nee, eigentlich ist es schon wichtig. Weil, ich meine, wir haben das ja auch schon öfter mal gemacht. Bist du gerade gekommen? So ist lässig. So ist gut. So ist lässig. So. Gut. Freunde, haut da rein. Das macht man eigentlich gar nicht beim Abspannen, aber wir sind entspannt. Abspannen. Abentspannen. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I've made, following behind me? Save my love to loneliness, save my love for sorrow. I've given you my onlyness, come give me a tomorrow.